haben jetzt Sternenglanz von Weco. Vier Vulkane. Es ist noch ein bisschen hell, aber ich dachte mir, jetzt fangen wir endlich mal an. Wir fangen mit dem kleinsten Vulkan an und steigern uns natürlich bis zum größten. Ich packe das hier gerade mal aus. Wie gesagt, fangen wir mit dem kleinsten an und der nennt sich Vulkan. Wirklich hier unten seht ihr es zugeharzt komplett. Und hat eigentlich noch eine schöne Verarbeitung, muss man schon sagen. Fangen wir mal an. Ungefähr hier. Ja, der war eigentlich schon mal relativ nice. Ich muss die Kamera gleich mal ein bisschen verstellen, weil der Rauch ein bisschen nervt. Die stelle ich dann ein bisschen nach rechts, glaube ich. Oder nach links, je nachdem. Und dann geht es direkt weiter. Der nächste Vulkan ist der Supervulkan. Auch wieder hier zugeharzt. Eine schöne Wandung übrigens. Und tolle Verarbeitung. Gibt schon ordentlich Gas. Ich würde sagen, wir machen mit dem nächstgrößeren weiter. Ganz einfach. Und haben den Verwandlungsvulkan. Hier na, gehen wir schon ein bisschen weiter rein, wie man sieht. Wandung hier hinten, naja. Von der Steighöhe werden die immer größer. Und den letzten, den größten Vulkan im Bunde, den Super Überraschungsvulkan. Und da wissen wir ja alle, was passiert. Und ich habe eben gesehen, der hat schon oben die Baumkrone erwischt. Man hört schon hier, da ist Überraschung drin. Wahrscheinlich in Rot. Deswegen stellen wir den wahrscheinlich ein bisschen dahin, damit wir da drüber nichts abfackeln. Bin gespannt. Oh ja, schöner Effekt auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Also von Weco auf jeden Fall ein super Sortiment. Kann man nicht meckern. Der beste war jetzt auf jeden Fall der mit dem Überraschungseffekt. Aber die anderen von der Steigerung her auch wirklich sehr, sehr cool. Also sehr zu empfehlen. Kaufempfehlung, Leute.
Take me home tonight. I just wanna show you.